Ein Staatsfeind und Nationalheld auf der Akropolis. Er kommt nicht mehr oft hierher. Dabei ist es seine Akropolis. Hier oben begann sein Kampf gegen die deutschen Besatzer. Und er kämpft immer noch. Sein Name steht auf einer Gedenktafel. Deutschland soll erfahren, was Deutsche in Griechenland angerichtet haben. Er will gehört werden. Er und die wenigen anderen, die noch leben. Häftling Nummer 1695, 565, zur Stelle. Achtung! Ein Überlebender im Norden Griechenlands. Er kommt oft hierher. Hier, wo einmal sein Dorf stand, wo seine Familie lebte, bis die Deutschen kamen. Jahrzehntelang war das Schicksal dieser alten Männer auch in Griechenland kein Thema. Bis vor einem Jahr ein junger Mann die deutsch-griechische Vergangenheit symbolträchtig auf die Tagesordnung setzte, Premier Alexis Tsipras. Und zum ersten Mal ging es nicht nur um deutsche Schuld, sondern um deutsche Schulden. Die griechische Regierung wird allen Verpflichtungen nachkommen. Aber gleichzeitig werden wir uns dafür einsetzen, dass alle uneingelösten Verpflichtungen gegenüber Griechenland und dem griechischen Volk vollständig erfüllt werden. Aber das ändert nichts an der Haltung und an der festen Überzeugung, dass die Frage von Reparationen und Entschädigungszahlungen nach unserer Überzeugung abschließend und final geklärt ist, abgeschlossen ist. Am Sonntag, den 27. April, meldete das Oberkommando der Wehrmacht, dass deutsche Truppen Athen erreicht und auf der Akropolis die Hakenkreuzfahne gehisst haben. Das Wahrzeichen des Faschismus an der Geburtsstätte der Demokratie. Heute, vor 75 Jahren, wehte die Hakenkreuzfahne zum ersten Mal über der griechischen Hauptstadt. Wenige Tage später schlich der junge Manolis Glessos hier hoch, nachts, zusammen mit einem Freund. Ein Menschenleben später wird er genau den Weg abschreiten, den er damals gegangen ist. Dabei interessieren ihn keine Absperrungen. Jeder andere würde dafür mächtig Ärger kriegen mit der Denkmalverwaltung. Jeder außer Glessos. Für das, was er damals hier im Schutz der Dunkelheit getan hat, wird der Kommunist von allen Griechen verehrt. Dies ist für ihn heiliger Boden. Deshalb werde er hier oben nicht reden, hatte er vorher gesagt. Kein Wort. So schweigt Manolis Glessos und zeigt, wie sie damals Steine gesammelt haben. Wie sie testen wollten, ob nachts deutsche Soldaten die Hakenkreuzflagge bewachen. Wachtposten wären sicherlich zum Ursprung des Geräuschs geeilt. Das war damals ihr Kalkül. Als sich nichts rührte in der Dunkelheit, schlichen sie weiter zum Fahnenmast. Dort lösten sie die Schnüre und die verhasste Hakenkreuzfahne fiel auf sie herab. Am nächsten Morgen kabelte der deutsche Statthalter in Athen nach Berlin. Die Wehrmachtsflagge auf der Akropolis wurde heute Nacht von unbekannten Tätern entfernt. Als Gegenmaßnahme ist zunächst die Polizeistunde von Mitternacht auf 22 Uhr herabgesetzt. Außerdem sollen Razzien durchgeführt werden. Sie haben uns in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Das Ereignis hat auch im Ausland für großes Echo gesorgt. Sehr viele alliierte Länder haben das in den Nachrichten gemeldet. Und es hat die Stimmung im Land verändert und klargemacht, es gibt Widerstand in Griechenland. Widerstand. Immer wieder wurde Glessos dafür eingesperrt, auch gefoltert. Erst von den Deutschen, nach dem Krieg dann vom rechtsnationalen griechischen Regime. Da saß er mit deutschen Kriegsverbrechern sogar im gleichen Gefängnis.
Widerstand auch gegen das Vergessen. Seit dem Zweiten Weltkrieg kämpft Manolis Glessos für Wiedergutmachung. Jahrzehntelang hat er von Deutschland Reparationen gefordert. Jahrzehntelang war er ein einsamer Rufer. Auch auf die griechische Regierung konnte er nicht zählen. Das Traurige und das Merkwürdige ist für mich, weshalb erkennt das heutige Deutschland die Schulden nicht an, die es gegenüber Griechenland hat? Aber gibt es denn da wirklich noch etwas? Ist nicht etwa Griechenland der säumige Schuldner, sondern Deutschland? Mit erhobenem Zeigefinger erteilen wir den Griechen Lektionen in Sachen Finanzmoral. Vergessen wir darüber unsere eigenen Schulden? Das Flüchtlingsdrama hat in den vergangenen Monaten die griechische Schuldenkrise aus den Schlagzeilen verdrängt. Verschwunden ist sie nicht. Griechenland hängt immer noch am europäischen und damit am deutschen Tropf. Als vor einem Jahr die Debatte aufkam, wirkte die Forderung nach Kriegsreparationen wie eine Trotzreaktion. Ausgelöst hat sie ein geheimer Regierungsbericht. Von 278 Milliarden Euro ist da die Rede. Eine gigantische Summe. Termin bei dem Verfasser des Berichts. Das Papier tauchte genau da in der Presse auf, als mal wieder um neue Hilfskredite geschachert wurde. Doch Panagiotis Karakoussis hat seine Berechnungen nicht mal eben rausgehauen. Zwei Jahre lang trug seine 40-köpfige Kommission Berichte griechischer Ministerien zusammen, sichtete die Auflistungen und Schätzungen der Schäden, all das, was die Deutschen im Krieg zerstört haben. Während der Archivstudien und beim Verfassen des Berichts gab es Situationen, wo in mir die Wut hochstieg. Wir haben oft nur den Kopf geschüttelt, weil wir es nicht glauben konnten. Aber wir haben die Emotionen außen vor gelassen. Wir sind vielleicht zum Heulen auf die Toilette gegangen, wie man so sagt. Aber zurück am Platz waren wir dann wieder nüchtern und haben daran geglaubt, dass wir der Sache nur mit einem objektiven Ansatz gerecht werden können. Ein Werkzeug für die griechische Regierung soll der Bericht sein. Was die damit mache, sei nicht seine Sache, sagt Karakoussis. Allerdings hat die Regierung die 180 Seiten bis heute nicht veröffentlicht, geschweige denn Forderungen daraus an den deutschen Staat gestellt. Wie viel Deutschland uns schuldet, lautet der Titel seiner Studie. Das sind Dinge, die geschichtlich aufgearbeitet und von den Deutschen verstanden werden müssen. Die sind nicht schuld an ihrer Vergangenheit. Man muss aber auch sehen, wie die Griechen denken und sich fühlen und welche Konsequenzen das für sie hatte. Das betrifft nicht nur die Zeit der Besatzung. Bis heute zahlen wir für diese Sünden. Athen am Nationalfeiertag. Es ist der Euchitag, der Tag des Neinsagens, des Widerstands. Die Griechen sind wohl das einzige Volk, das nicht den Tag der Befreiung feiert, sondern den Tag der Besatzung. Erfolgreich waren sie damals nicht. Aber der Akt des Aufbegehrens gegen Ungerechtigkeit ist in Griechenland oft wichtiger als der Erfolg. Nicht erst seit der Schuldenkrise. Für viele Griechen hat auch die Reparationsfrage diese Qualität. Wachwechsel der Präsidialgarde vor dem Parlament. Die luftigen Paradeuniformen stehen symbolisch für den Freiheitsdrang der Griechen. Seit anderthalb Jahrhunderten stehen sie hier, jeden Tag. Auch während der deutschen Besatzungszeit. Seit die Regierung Tsipras das Thema Reparationen aufs Tapet gebracht hat, gab es viel Aufregung. Passiert ist bisher nichts. Doch die Empörung ist immer noch groß. Die Deutschen, diese Überdeutschen und Frau Merkel, sie sind uns sehr viel schuldig, sehr, sehr viel. Aus moralischer Sicht müssten die Deutschen von selbst sagen, dass sie das Geld zurückzahlen. Wenn sie wenigstens einen Teil der Entschädigungen leisten würden, dann würden unsere Schulden zumindest gesenkt werden. Sie würden tragfähig, das sind sie jetzt nicht. Es gibt auch andere Stimmen in Griechenland. Doch der Druck auf die Regierung ist groß, die Forderungen aufzugreifen und von Deutschland Verhandlungen über Reparationen zu fordern. Und die Deutschen? Ja, ich würde sagen, das ist verjährt. Also das soll man unter den Tisch fallen lassen. Das machen die doch jetzt nur, weil die kein Geld mehr haben. Sonst würden die das doch gar nicht ausgraben. Mit Sicherheit.
Die sollen jetzt ihre Unterstützung bekommen, aber Reparation, meine Generation, ist für mich vergessen an sich. Ich finde das ganz, ganz, ganz übel. Also wir dürfen da überhaupt nicht mehr mit in Verbindung gebracht werden, weil wir mit damaliger Zeit gar nichts mehr zu tun haben. Erstmal klingt das ja nachvollziehbar, dass die gerne natürlich die Reparationszahlungen hätten. Aber ich vermute, dass Deutschland da unmöglich was zusagen kann, weil die bestimmt auch Angst haben, dass die anderen dann vielleicht auch wollen. Ist da was dran? In der Vergangenheit war es jedenfalls so. Bei den Gesprächen zur deutschen Wiedervereinigung Anfang der 90er war das Außenministerium peinlich bemüht, das Thema Reparationen zu vermeiden. Auch jetzt hält sich die deutsche Regierung auffallend bedeckt. Auf die Interviewanfragen der Story verweist das Auswärtige Amt über Monate auf den engen Terminkalender des Ministers. Leider keine Zeit. Nein, auch nicht beim Arbeitsbesuch Steinmeiers in Athen Ende 2015. Da werde über die aktuelle Flüchtlingskrise gesprochen, nicht über Reparationen. Auch die griechische Regierung will keine Interviews geben. Alle Anfragen werden abgelehnt. Termingründe auch hier. Im Hintergrund allerdings arbeiten griechische Behörden daran, die Reparationsforderungen mit weiteren Fakten zu unterfüttern. Ein bisschen zumindest. So hat das Verteidigungsministerium Mikrofilmkopien angekauft aus den USA. Darauf gespeichert deutsche Dokumente aus der Besatzungszeit. Die Amerikaner hatten sie im Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt. Gerade werden sie Stück für Stück ins Griechische übertragen. Ein Jahr soll das dauern. Insgesamt fast eine 500.000 Seiten. Die Zahl der Übersetzer? 5. Es sind Wehrpflichtige, die die deutsche Schule in Athen besucht haben. Es sind zu viele Informationen. Diese Informationen sind sehr viel detailliert. Und es hat mit Kriegsmaterial zu tun. Und aus diesem Grund, ich habe das auch nicht in Griechisch gemacht. Also verstehen Sie, wie schwierig das kann, auf Deutsch dieses Material zu übersetzen. Und wie viel Neues die Übersetzungen bringen werden, ist fraglich. Die Originaldokumente liegen seit Jahrzehnten im Militärarchiv in Freiburg. Die hässlichen Fakten über die deutsche Besatzung sind längst bekannt. Unterwegs zum Kanal von Korinth, eine Autostunde von Athen entfernt. Griechenland hat im Krieg besonders stark unter der deutschen Besatzung gelitten, menschlich und materiell. Die Landenge ist nur ein Beispiel für die deutsche Zerstörungswut. Seit 120 Jahren trennt der Kanal das griechische Festland vom Peloponnes. Die Auto- und Eisenbahnbrücken, die über ihn führen, sind verkehrstechnisch der Flaschenhals zwischen den Landesteilen. Ein wichtiges Stück Infrastruktur. Beim Rückzug der Wehrmacht aus Griechenland zerstören Sprengkommandos 1944 sämtliche Verbindungen über den Kanal. Die versenkten Eisenbahnwaggons machen die Fahrrinne auf Jahre unbrauchbar. Überall in Griechenland hinterlassen die Deutschen verbrannte Erde. Das Eisenbahnnetz zerstören sie fast völlig. Die Bahnhöfe, Brücken, Züge und Waggons. Aber auch Straßenbrücken. Die meisten griechischen Häfen lassen sie in Trümmern zurück, ebenso die Frachtschiffe. Und zahllose Häuser. 1.500 Ortschaften sind dem Erdboden gleichgemacht. Direkt mit Beginn der Besatzung hatten Sonderkommandos angefangen, Kunstschätze zu beschlagnahmen. Sie landen als Kriegsbeute in deutschen Museen und Privatsammlungen. Zugleich beginnen sie, die griechische Wirtschaft auszuplündern. Besonders beliebt Rohstoffe, die sich für die Rüstungsindustrie eignen. Chrom für die Kanonen von Krupp. Die Zerstörungen werfen das Land um Jahrzehnte zurück. Was immer Griechenland produziert, wird beschlagnahmt. Baumwolle, Korinthen, Oliven. Allein zehntausende Tonnen Tabak. Wo immer sich deutsche Lanzer an der Front eine Zigarette anstecken, ist es Tabak aus Griechenland. Obendrein lassen sich die Besatzer die Kosten für die Besatzung bezahlen. 1942 90% des Volkseinkommens. Die Folge? Hunger. Bis zu 250.000 Menschen sterben an Unterernährung.
Und dann wurde das Land auch noch verpflichtet, das Deutsche Afrika-Korps zu unterhalten. Also die Armee Rommels in Afrika. Am Ende des Weltkrieges ist Griechenland ausgeblutet. Industrie und Landwirtschaft liegen am Boden. Von Deutschland fordern die Griechen damals Entschädigung, umgerechnet 14 Milliarden Euro. Sie bekommen nichts. Auf einer internationalen Konferenz werden alle Reparationszahlungen gestundet, bis zu einer deutschen Wiedervereinigung, damals in weiter Ferne. Anderes vergisst man in Deutschland lieber gleich ganz. Dinge, die man umgekehrt den Griechen heute nicht durchgehen lassen würde. Zum Beispiel den Kredit über 476 Millionen Reichsmark, den sie, Deutschland, gewähren mussten. Das Deutsche Reich hatte sogar angefangen, ihn zurückzuzahlen. Die Bundesrepublik will davon nichts wissen. Griechenland hat sich von 1824 an bis heute immer verschuldet. Zum ersten Mal in seiner Geschichte ist es damals zum Kreditgeber geworden. Und bitte wann? Zum schlimmsten Zeitpunkt seiner Geschichte. Damals, als der Hunger die Menschen massenhaft sterben ließ. All das steht im griechischen Regierungsbericht in nüchternen Zahlen. Mit Zins und Zinseszins summiert sich darin die Schuld auf 278,7 Milliarden Euro. Mindestens. Plus mehr als 10 Milliarden für die Zwangsanleihe. Zu Recht wird man als Deutscher von gigantischen Summen sprechen, die im Bericht genannt werden. Aber auf der anderen Seite spricht die Geschichte die Wahrheit. Zerstörte Brücken und Häuser kann man beziffern. Aber was ist ein Menschenleben wert? Abfahrt näher Kardilia, Neu-Kardilia. Das alte Kardilia lag etwas weiter oben in den Hügeln Nordgriechenlands. Einen Dorfplatz gibt es hier. Mit einem Denkmal. Zum Jahrestag kommt stets der deutsche Konsul aus Thessaloniki und legt einen Kranz nieder. Geld lässt er nicht da. Panayotis Tsangas ist der einzige Mann im Dorf, der sich noch an diesen Tag erinnern kann. Damals, vor 75 Jahren. Das hier war Kardilia, genauer der Dorfplatz. Da, wo der Baum ist, stand das Haus seines Vaters. Aus den Bergen der Umgebung heraus griffen Partisanen damals deutsche Truppen an, angeblich unterstützt aus Kardilia. Wir wohnten gleich am Dorfplatz. Deshalb haben mich die Deutschen als Ersten herausgeholt. Um 6 Uhr morgens, kurz nachdem sie ins Dorf eingedrungen waren, haben sie mich hier gepackt und zum Dreschplatz geführt. Dort unten wurden sie zusammengetrieben, Männer und Frauen getrennt. Panayotis Tsangas musste sich zu den Männern kauern. Irgendwann wurde er herausgerufen. Ich ging dorthin und der Kommandeur fragte mich, wie alt bist du? Ich sagte ihm, 14. Er schaut mir in die Augen, er glaubt mir nicht. Er glaubt mir nicht, dass ich 14 Jahre alt bin. Es scheint, dass ich ihm zu groß für dieses Alter bin. 30 Sekunden schaut er mir in die Augen, ob ich ihn anlüge. Er stand genau hier und sagte dann, lauf zu Mama. Und so bin ich davongekommen. Das war der Moment. Die anderen 140 Personen liegen da. Die haben sie umgebracht. Das Massaker ist Teil der sogenannten Sühnemaßnahmen gegen Partisanen. Am nächsten Tag telegrafiert der Kommandant der Wehrmachtseinheit nach Athen. Erstens, die Dörfer Anokerzilion und Kartokerzilion, die erwiesenermaßen der Rückhalt einer größeren Bande in diesem Gebiet gewesen sind, wurden am 17.10. durch Truppen der Division dem Erdboden gleichgemacht. Die männlichen Einwohner zwischen 16 und 60 Jahren wurden erschossen, Frauen und Kinder umgesiedelt. Zweitens, keine besonderen Vorkommnisse. Partisanen hat es hier tatsächlich gegeben, sagt Panayotis Tsangas. Vielleicht eine Handvoll.
Dafür musste das ganze Dorf büßen. Drei sind das hier. Cousins ersten Grades. Cousins. Ein Kriegsverbrechen, auch nach damaligen Maßstäben. In über 100 Dörfern massakrieren deutsche Soldaten die Zivilbevölkerung. Nach dem Krieg versagt das deutsche Justizsystem bei der Verfolgung dieser Verbrechen. Willentlich? Man hat im Ermittlungsumfeld häufig nur Einheitsangehörige vernommen. Man hat nicht vor Ort Zeugen befragt. Man hat es damit genügen lassen und hat dann gesagt, wir haben keine Zeugen, es gibt keine Beweismittel, es gibt keiner, der sich erinnern kann. Deswegen wird aus Mangel an Beweisen eingestellt. So ist es keine Überraschung, dass bei 421 eingeleiteten Ermittlungen überhaupt nur drei Fälle verhandelt werden. Verurteilt wird ein einziger, ein Schreibtischtäter. Eine Liste mit 419 Namen, überreicht von griechischen Behörden, wird dankend entgegengenommen, die Verfahren allesamt eingestellt. In der DDR sieht es übrigens nicht viel besser aus. Ganze zwei Verurteilungen sind dort verzeichnet. Es ist Deutschlands historische Verpflichtung, dieses extreme Unrecht wiedergutzumachen. Die Frage, die sich stellt, ist doch, wie ist es möglich, dass nach 75 Jahren diese Schulden, die historischen, moralischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Schulden, immer noch nicht beglichen wurden? Wir brauchen kein Geld. Wir brauchen die Schaffung von Unternehmen und Investitionen. Eine Wirtschaft, die nicht auf einem soliden Fundament steht, wird, egal wie viel Geld auch kommt, es ohne Reformen wieder verlieren. Deshalb rede ich nicht darüber, dass von irgendwoher Geld kommt. Worüber ich rede, ist, dass die Deutschen helfen sollen, damit die Wirtschaft in Schwung kommt. Thessaloniki im Norden Griechenlands, größte Metropole des Landes nach Athen. Bis vor wenigen Jahren ein Beispiel für parteiübergreifende Misswirtschaft und Korruption. Der parteilose Bürgermeister Yannis Boutaris hat die marode Stadtverwaltung auf Vordermann gebracht und dafür gesorgt, dass der Müll abgeholt wird. Als erfolgreicher Geschäftsmann hält er gar nichts vom Ruf nach Reparationen. Da es keine offizielle Forderung des griechischen Staates gibt, werde ich dazu nichts sagen. Ich werde nicht auf diesen Zug der verschiedenen Fantastereien aufspringen. Aber obwohl er eigentlich nichts zu dem Thema sagen will, sagt er dann doch etwas, als das Interview vorbei ist. Das Thema Reparationen sei endgültig durch, auch in Griechenland. Es gebe da nur noch diesen Manolis Glessos und ein paar andere Irre, die behaupteten, Deutschland schulde einen Riesenhaufen Geld. Alles Unsinn. Der Irre aber lässt nicht ab von seiner Forderung, auch nicht im Land der früheren Besatzer. Mit 93 Jahren tourt Manolis Glessos wochenlang durch Deutschland. Er spricht auf Parteitagen der Linken und auf Gewerkschaftsveranstaltungen, wie hier in Frankfurt. Denn er glaubt nicht daran, dass er vom deutschen Staat Hilfe bekommt, genauso wenig wie vom griechischen. Das hat ihn die Erfahrung gelehrt über Jahrzehnte. Glessos setzt deshalb auf Druck von unten. Dieses Thema wird das deutsche Volk lösen und nicht die deutsche Regierung. Das deutsche Volk wird die Regierung zwingen, dieses Problem zu lösen. Unterstützung gibt es tatsächlich für Manolis Glessos und seine Sache. Aber wie groß ist die? Frankfurt im Januar 2016. Der griechische Staatspräsident hat seinen Besuch bei der Europäischen Zentralbank angekündigt. Inoffiziell. Nicht einmal die griechische Flagge ist aufgezogen, wie sonst üblich bei solchen Anlässen. Es geht um Krediterleichterungen für Griechenland. Am Haupteingang hat das Griechenland-Solidaritätskomitee Frankfurt Stellung bezogen, um den Präsidenten zu begrüßen.
und die Forderung nach Reparationen zu unterstützen. Wir haben eine Petition gestartet vor einiger Zeit und zurzeit läuft wieder eine, dass mindestens der Zwangskredit zurückgezahlt wird. Denn so wie die Griechen, von den Griechen verlangt wird, die Schulden zurückzuzahlen, so verlangen wir, dass die Schulden, die die Bundesrepublik Deutschland geerbt hat, an die Griechen zurückgezahlt werden. Doch die Unterstützung ist nicht wirklich willkommen. Als der griechische Präsident schließlich ankommt, nimmt er lieber den Hintereingang. Hallo, wir begrüßen den griechischen Staatspräsidenten. Das Thema Reparationen scheint gerade ungelegen. Aber das Thema kam immer ungelegen. Für die griechische Regierung und für die deutsche noch etwas mehr. Beide Seiten haben sich nach dem Krieg gern um die Reparationsfrage gedrückt. Und wenn sie sich nicht vermeiden ließ, dann waren Deutschland alle Mittel recht. Symptomatisch der Skandal um einen deutschen Besatzungsoffizier Ende der 50er Jahre. Konrad Adenauer in Athen. 10 Jahre nachdem die Deutschen Griechenland als Trümmerhaufen verlassen haben. Die Frage von Kriegsverbrechen oder Reparationen spielt da schon keine Rolle mehr. Die Deutschen wollen nichts davon hören und die Griechen brauchen dringend Wirtschaftshilfe. So sind sich beide Seiten grundsätzlich einig. Auch die erste Auslandsreise eines deutschen Bundespräsidenten führt 1956 nach Griechenland. Für Theodor Heuss eine Art Bildungsbesuch. Er wird warm empfangen. In seinen Reiseunterlagen steht sinngemäß, er möge sich um die deutsche Besatzungszeit nicht sorgen. Aus der Zeit der türkischen Besatzung seien die Griechen Kummer gewohnt. Ein Jahr später ist die deutsch-griechische Eintracht allerdings dahin. In Athen wird der Rechtsanwalt Max Merten verhaftet und als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt. Während der Besatzung war er in Thessaloniki. Sein Wort war Befehl. Merten war der große König in Thessaloniki. Alles ist durchgegangen durch Merten. Alles. Der Militärverantwortliche für Thessaloniki hat gewechselt die ganze Zeit. Aber Merten ist die ganze Zeit hier geblieben. Er hat alles gewusst. Thessaloniki, seit 2000 Jahren eine Hochburg jüdischen Lebens. Schon Apostel Paulus predigte hier zur jüdischen Gemeinde. Jerusalem des Balkans wurde es genannt. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war die große Bevölkerungsmehrheit jüdischen Glaubens. Vor allem der Hafen hatte große Bedeutung. Die Fracht, die über das Mittelmeer ging, wurde hier umgeladen. Für Züge war hier Endstation der wichtigen Balkanlinie. Als die Deutschen 1941 nach Griechenland einmarschieren, hat Thessaloniki deshalb für sie große strategische Bedeutung. Die Monasteriotis-Synagoge ist die einzige von einstmals zahllosen jüdischen Gebetshäusern in Thessaloniki. Sie überstand als Lagerraum für das Rote Kreuz. David Saltiel leitet die jüdische Gemeinde. 1500 Mitglieder sind es heute noch. Vor dem Krieg waren es mal 50.000. Vor 2 Jahren ist Saltiel vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gezogen, um von Deutschland Geld zurückzuklagen. Geld, das der deutsche Kriegsverwaltungsrat Max Merten den Juden von Thessaloniki abgepresst hat. Wir sollten nicht vergessen, dass die griechischen Juden, jenseits der Tatsache, dass sie in den Öfen verbrannt wurden, zuvor allen Eigentums beraubt wurden, ob das nun Geld war, Schmuck oder Gold. Dieses Geld und die Wertsachen wurden damals für die Freilassung der Juden gezahlt. Und für uns war es plausibel, es zurückzufordern. Max Merten ist als Kriegsverwaltungsrat eingesetzt in Thessaloniki, ein Schreibtischtäter an einer Schlüsselposition. Sämtliche Anordnungen an die jüdische Gemeinde tragen seine Unterschrift. Registrierung aller Juden, Kennzeichnung mit dem Davidstern, die Konfiszierung allen jüdischen Vermögens.
Im Juli 1942 ordnet er an, dass 10.000 Juden zur Zwangsarbeit herangezogen werden. Zuvor aber lässt er sie auf dem größten Platz der Stadt antreten. Dort müssen sie in der Sommerhitze Turnübungen machen, zur Belustigung der umstehenden Wehrmachtssoldaten. Nach der Erniedrigung werden sie abtransportiert in die griechischen Berge. Zum Straßenbau. Max Merten bietet der jüdischen Gemeinde an, ihre zwangsverpflichteten Mitglieder freizulassen, gegen Gold im Wert von 2,5 Milliarden Drachmen. Die Summe war unerträglich hoch und die Gemeinde konnte das nicht zahlen. Sie brachte lediglich einen Betrag von 1,5 Milliarden Drachmen zusammen. Und tatsächlich wurden dann im Winter 1942 diese Juden freigelassen. Aber das Ganze war eine Lüge. Denn Merten wusste sehr genau, dass man die Juden im März zusammentreiben würde und dass dann die Deportationen in die Krematorien von Auschwitz beginnen würden. Bis heute ist nicht geklärt, was mit dem Gold passierte. Ob Max Merten es einsteckte oder der deutsche Staat es kassierte. 2013 jedenfalls reichte die jüdische Gemeinde ihre Klage gegen Deutschland ein und forderte das abgepresste Gold zurück. Doch die Klage wurde abgewiesen. Aus Formgründen. Heinz Kunio ist Max Merten nie begegnet. Aber natürlich wusste er, wer Merten war. Jeder wusste, wer Merten war. Sein Name stand unter der Anordnung, die ihn und seine Familie 1943 hierher brachte. Anfang März sind wir hier in diesem Ghetto gebracht geworden. Wir sind im Ghetto für ungefähr 10 Tage geblieben. Und von dort diese Tür aufgemacht geworden. Marschiert unter SS-Begleitung direkt gegenüber und von der anderen Tür dort hereingehen. Dort vorne standen alle Waggons schon. Einer nach dem anderen. Wir waren der ganz erste Transport. Mein Name war nicht Heinz Kunio. Mein Name war eine einfache Nummer von KL Auschwitz. Entschuldige für was ich mache, aber ich brauche etwas Wasser, damit ich nicht spucke. Häftlingsnummer 169 565 zur Stelle. Achtung! Wir gehen noch viel weiter. Heinz Kunios Mutter stammt aus Böhmen. Die ganze Familie spricht zu Hause Deutsch. Durch den Gemeinderabbi lässt damals Max Merten verbreiten, dass sie in ein Ghetto in Polen umgesiedelt werden, wo sie arbeiten und für sich selbst sorgen können. Sie glauben ihm. Wir sind von dieser Tür, ich glaube, es war diese oder irgendwo hier war eine Tür. Na, dort ist der Kleine. Das war der alte Bahnhof hinten. Von dort hereingekommen. Es war hier auf die Rampe gestellt, war schon der Zug bereit wegzufahren. Wir waren erschrocken, wir haben nicht gewusst, was jetzt los ist. Die kleinen Kinder haben angefangen zu weinen. Diejenigen, die waren schon sehr alt, konnten sich nicht bewegen. Wir selbst haben wir sie geholfen, aufzusteigen, hereingelegt, die Tür zugemacht und dann aufs Weg. 2 Wochen dauert die Fahrt. 2 Wochen zu je 80 Personen zusammengefercht in zugigen Viehwaggons ohne Verpflegung, Toiletten, Heizung. Vorher bekommen sie Fahrscheine, bezahlt von der jüdischen Gemeinde. 2 Pfennig pro Kopf und Kilometer verlangt die Deutsche Reichsbahn für den Ritt in den Tod. Das Vernichtungslager überleben Heinz Kunio und seine Familie allein wegen ihrer Deutschkenntnisse. An der Selektionsrampe werden sie als Griechisch-Dolmetscher eingesetzt. Heinz Kunio kurz nach der Befreiung. Zumindest das Geld für den Transport nach Auschwitz fordert er zurück. Die müssen aber zahlen.
Das muss eines Tages ausgeglichen werden. Ob die Bahn ist oder die Deutschen sind, für uns ist eins. Es gibt nicht deutsche Bahn und deutsches Volk oder deutsche Menschen oder so weiter. Deutschland ist eins. So sieht es auch die jüdische Gemeinde Thessaloniki. Vor einem Jahr sendet sie ein Schreiben an die Deutsche Bahn. Samt Zinsen verlangt sie 89 Millionen Euro für die Tickets nach Auschwitz. Die Bahn antwortet freundlich, erklärt sich aber für nicht zuständig. 9 Monate dauert es, bis die jüdische Gemeinde Post vom Verkehrsministerium bekommt. Auch hier betont man die historische Verantwortung, weist aber alle finanziellen Forderungen zurück. Warum? Die Interviewanfrage der Story lehnt das Verkehrsministerium ab. Auf schriftliche Nachfrage verweist es auf einen Staatsvertrag zwischen Deutschland und Griechenland aus dem Jahr 1960. Darin seien alle Entschädigungsansprüche abschließend geregelt. Damals zahlte Deutschland 115 Millionen Mark für die Opfer der NS-Verfolgung. Genau dieser Vertrag ist eng verbunden mit der Verurteilung von Max Merten in Griechenland und seiner Rolle bei der Entrechtung, Enteignung und Deportation der Juden Thessalonikis. Mertens Verhaftung sorgt für große Aufregung in den Medien und beim Auswärtigen Amt in Bonn. Denn das kümmert sich in den Nachkriegsjahren mit einer ganzen Abteilung um deutsche Staatsbürger, die im Ausland wegen Kriegsverbrechen behelligt werden. Mit dem Fall Merten unter anderem befasst ein junger, aufstrebender Beamter namens Karl Carstens. Das Auswärtige Amt setzt alles daran, Merten freizubekommen, Kriegsverbrecher hin oder her. Der Fall sorgt für diplomatische Verwerfungen, aber es gibt alte Seilschaften, die stärker sind. Aber er hat sehr starke Freunde in die Politik gehabt. Sehr, sehr starke Freunde, Merten. Wir haben sofort gesagt, unter uns, ein Deutscher war, er wird relaxen. Es ist natürlich, haben wir gesagt, nichts anderes. Um Merten freizubekommen, scheut die deutsche Regierung auch nicht vor Erpressung zurück. Im November 1958 kommt der griechische Premierminister Karamanlis nach Bonn. Konsultationen über weitere Wirtschaftsförderungen für Griechenland sind das Thema. In einer Gesprächsvorlage für Adenauer heißt es, der Bundeskanzler möge Ministerpräsident Karamanlis sehr deutlich zu verstehen geben, dass die Bundesregierung die Bereinigung der Kriegsverbrecherprobleme selbstverständlich erwarte. Andernfalls solle der Kanzler die Besorgnis ausdrücken, dass bei der Ratifizierung des Wirtschaftsabkommens Schwierigkeiten entstehen könnten. Und dann wurde ein Wahnsinnsabkommen getroffen. Die Verfolgung von Kriegsverbrechern in Griechenland wird gestoppt und es wird beschlossen, dass alle, gegen die in Griechenland Prozesse laufen, in Deutschland vor Gericht gestellt werden sollen. Was das heißt, weiß auch Max Merten. Trotz Verurteilung zu 25 Jahren Haft darf er sich auf seine Abschiebung nach Deutschland freuen. Dort droht ihm von etwaigen Ermittlungen kaum Ungemach. Andere haben da mehr zu befürchten. Athen. Mit dem Tode bedroht die griechische Reaktion diesen Mann, Manolis Kletzos. 1941, als die Hitlerfaschisten auch Griechenland ausraubten, erstieg Kletzos unter Lebensgefahr die Akropolis und hisste die Flagge seines Heimatlandes. Jetzt soll dieser Patriot vom Athener Militärtribunal zum Tode verurteilt werden. Während Manolis Kletzos auf seine Hinrichtung wartet, bereitet sich Max Merten auf seine Auslieferung vor. Er hatte eine Zelle mit einem Schreibtisch. So eine Zelle habe ich nie kennengelernt, mit Schreibtisch drin. Ich saß im selben Gefängnis. Er hatte eine Schreibmaschine, die hatte ich nicht. Und er hatte auch einen Strafgefangenen als Diener. Und er schrieb und machte da drin alles Mögliche. Und dann kam ein Wächter zu mir und sagte, Manolis, Merten kommt raus. Jetzt in diesem Augenblick nehmen Sie ihn mit. Merten wird bei Ankunft in München verhaftet, aber schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Ermittlungsverfahren schleppen sich über Jahre und werden dann eingestellt.
In einer Verfügung heißt es, Merten habe an der Ermordung der Juden tatkräftig mitgewirkt, aber man habe ihm nicht nachweisen können, dass er von ihrem Schicksal in Auschwitz wusste. Wenn man weiß, dass Merten mit 31 Jahren in seiner Position in Saloniki praktisch dort eine Art ungekrönter König war, der zu allen hohen Kreisen Kontakt erhielt und auch gesucht hat, dann ist es fast unbegreiflich, dass er keine Kenntnis vom wahren Ziel der Deportationen gehabt haben soll. Aber es reicht nicht für ein Urteil oder für eine Anklage. Dieses wahrscheinlich hat er es gewusst, reicht eben nicht. Alle anderen Verbrechen Mertens sind bereits verjährt. So bleibt er nicht nur unbehelligt von der deutschen Justiz. Für die Zeit im griechischen Gefängnis erhält er sogar eine lebenslange Rente vom deutschen Staat. Wenige Monate nach Mertens Auslieferung wird eben jener Entschädigungsvertrag geschlossen, auf den sich die Bundesregierung bis heute beruft. Um das Ganze zu versüßen, hat die deutsche Regierung beschlossen, 115 Millionen Mark zu zahlen. Übrigens nicht an uns Widerstandskämpfer, sondern ausschließlich an die Opfer des Naziterrors. 19.000 Drachmen erhalten Opfer aus dem Vertrag. Auch Panayotis Tsongas. Während die Mörder straflos ausgehen, wachsen die Kinder aus Kardilia ohne Väter auf. 19.000 Drachmen, das waren 2 Monatslöhne eines deutschen Facharbeiters. Damals hätte Panayotis Tsangas mehr Unterstützung gebrauchen können. Und heute? Natürlich ist es zu spät. 74 Jahre sind vergangen. Warum haben Sie das nicht früher gemacht? Sie hätten früher etwas tun müssen, damit Sie ein reines Gewissen haben. Warum sollten Sie jetzt tun, was Sie vorher nicht getan haben, vor 20, 30 Jahren? Ja, warum sollten Sie? Nach zahllosen Anfragen hat die griechische Regierung doch noch einem Interview zugestimmt. Mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister. Offenbar möchte man das Thema nicht allzu hoch hängen. Deutschland hat eine große Verpflichtung, seine Geschichte zu kennen und ist dieser Verpflichtung auch nachgekommen, auf sehr geradlinige und tiefgehende Art. Aber das reicht nicht. Solange nicht akzeptiert wird, dass es auch eine finanzielle Seite gibt, die geklärt werden muss, solange bleibt es bei leeren Worten. Weiter will sich die Regierung in Athen nicht aus dem Fenster lehnen. Und die in Berlin? Nach 4 Monaten kommt aus dem Außenministerium die endgültige Interviewabsage. Auch im Kanzleramt möchte sich niemand äußern. Gleiches aus dem Bundespräsidialamt. Finanzministerium, Verkehrsministerium. Die Regierung verweigert sich hartnäckig dem Thema. Auf die schriftlichen Fragen der Story verweist das Außenministerium auf die Stellungnahme von Regierungssprecher Seibert von vor einem Jahr. Aber das ändert nichts an der Haltung und an der festen Überzeugung, dass die Frage von Reparationen und Entschädigungszahlungen nach unserer Überzeugung abschließend und final geklärt ist, abgeschlossen ist. Im Licht der Nachkriegsgeschichte wohl eine konsequente Haltung. Bisher hat sie funktioniert. Aber noch gibt es Menschen wie Manolis Glessos, die auf die geschichtliche Verantwortung Deutschlands pochen. Und wenn es nur eine Mark wäre, heißt ein Buch, das er geschrieben hat. So wird er weiterkämpfen, solange es geht. Mit Worten und ohne, bis er gehört wird.